Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Alan Wake. Ja, bei der letzten Folge haben wir mit Alan, in der Haut von Alan uns weiter auf dem Weg zum Mirror Peak gemacht. Wir sind nur einmal gestorben, was eventuell hätte vermieden werden können, aber es gab da einen Hinterhalt von einem Haufen Besessenen in einer Bergruine, die uns halt beim ersten Mal erledigt haben. Und zweimal haben wir sie dann mit der Leuchtpistole alle gekriegt. Ja, was haben wir letztes Mal groß gemacht? Wir hatten erst ein Rätsel aus einer Silbermine. Dann sind wir weiter in Gebirgspfad entlang gegangen. Unter anderem über eine Hängebrücke. Da hatten wir Vögel als Gegner und Besessene halt. Eine Seilbahn war auch mal da. Und das letzte war eine Bergruine. Gut, und jetzt machen wir weiter. Die letzten Folgen liefen sehr gut von der Aufnahmequalität und ich hoffe, dass das so bleibt natürlich. Wir sind noch hier, ist die Bergruine, wo wir beim letzten Part, also gestern drin waren. Jetzt gehen wir weiter. Es ist übrigens jetzt erst knapp 20 nach 12. Also wäre es durchaus möglich, dass heute mehr als zwei Parts kommen. Zum Mirror Peak aus gelangen, genau. Und da der Mirror Peak ja schon hier ist, denke ich mal, haben wir es heute gute Chancen, ihn zu erreichen. Hoffe ich, meine ich. Ich sah den Cauldron Lake. Mir kam es vor, als würde ich sehen, wo die Insel und die Hütte mal waren. Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Ein Boot? Ja, das Licht ist da hinten. Was tut ein Boot hier? Eine gute Frage. Wir hatten doch eine Manuskriptseite mit Mod am Cauldron Lake, wo ich ja vermute, dass der ein Führer ist. Ich war nah dran. Ich musste schnell dorthin. Ich fürchtete, das Schlimmste vorzufinden. Erstmal nehmen wir die Manuskriptseite und lesen mal. Einen weiteren Blick in die Zukunft. Mod auf der Fähre war ja schon. Thor schlägt Schwester Sinclair. Thor ist einer von diesen verrückten Rocker-Opas übrigens. Blitze erstrahlten hinter den Fenstern der Cauldron Lake Lodge. Thor Anderson lachte und hob den Stahlhammer über seinen Schädel. Schwester Sinclair versuchte erfolglos, ihn zu beruhigen. Thor grinste irre und rief, »Mein Hammer ist hoch erhoben. Hier ein freundlicher Stups von Mjölnir, Weib.« Mit aller Kraft ließ er den Hammer auf Sinclairs Schädel niedersausen. »Das ist unsere Comeback-Tour, Baby.« Wir wissen ja schon seit dem letzten Mal, dass wir auch in die Cauldron Lake Lodge kommen werden. Und offenbar wird es einen Aufstand geben, so wie es klingt. Ja, die Andersons, die Rocker-Brüder, die alten Opas, die uns mit Tom angesprochen haben, wo ich mittlerweile vermute, dass sie damit Thomas Zane gemeint haben. Der ja auch ein Schreiber war. Ja, da ist der See. Wir haben beim letzten Part auch mal was über den See gelesen. Mit 8 tiefster See der Welt und so. Aber wir sind nicht zum Urlaub hier. Ja, ursprünglich schon, ne? Wake! Sind Sie das? Wake! Der Entführer. Hey, ich bin hier! Ich komme! Nein! Weg von mir! Tut mir leid! Bitte! Der Boss hat nicht gewusst, mit wem er sich anlegt! Ich hab's nicht gewusst! Ich schwöre es! Ich hab's nicht gewusst! Wir haben seine Frau nicht! Wir wissen nicht mal, wo sie ist! Die ist vermutlich ertrunken! Wir haben nur behauptet, dass wir sie haben, damit er mitspielt, wissen Sie? Damit er für uns schreit! Bitte! Es tut mir so leid! Bitte! Tun Sie mir nicht weh! Der Entführer ist also gar kein Entführer, aber das ist nicht das Einzige, was gerade eben interessant ist. Anscheinend wird er angegriffen. Das könnten natürlich Besessene sein. Andererseits, wir haben mit ihm schon mal gegen Besessene gekämpft. Er hat ihn schon mal unterstützt, also müsste er schon von dem Besessenen wissen. Ich bin gespannt, was wir finden werden. Interessant, also wurde Alice nicht entführt. Oder vielleicht schon, aber nicht von ihm. Nicht von diesem Entführer. Hat er deswegen vielleicht die Planänderung gemacht, weil ursprünglich wollten sie sich ja in diesem Bergwerk treffen. In diesem Museum und nicht an Mirror Peak. Ja, die gute Nachricht ist, wir erreichen den Mirror Peak jetzt. Und ein Video. Da ist der Entführer. Er lebt noch. Ah!
Ich habe die Dunkelheit gesehen. Ende von Kapitel 3. Da ja die Videos meistens hängen, sage ich kurz, was passiert ist. Also, Alan hat den Führer gesehen, dann hat er kurz eine Vision gehabt von der Dunkelheit von Barbara Jagger. Die hat sich in Wirbelsturm verwandelt. Ja, einen Wirbelsturm. Und hat den Führer mit sich gerissen, der ist vermutlich tot. Und wollte uns auch mitreißen, was sie aber wegen der Leuchtfackel nicht geschafft hat. Dann sind wir in die Cauldron Lake gefallen und jetzt haben uns irgendjemand aus dem Cauldron Lake rausgeholt. Spannend. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Bisher bei Alan Wake. Die Polizei ist hinter mir her. Sheriff, Wake ist auf der Flucht. Ich bin hinter ihm her. Wenn Sie mir weismachen, dass dieser Schreiberling meine Deputies umgelegt hat? Ein Thriller, den ich geschrieben haben soll, wird wahr. Das Genre der Geschichte scheint sich zu ändern. Sie wird zu einer Horrorstory. Sie sagten, Alice wurde entführt. Das war eine Lüge. Wir haben seine Frau nicht. Wir wissen nicht mal, wo sie ist. Ihr angeblicher Entführer wurde vom Dunkel verschlungen, bevor es mich angriff. Folge 4. Die Wahrheit. Alan. Shh. Baby. Das war nur ein Albtraum. Alice. Na, bitte, Alan. Hartman? Bin ich gefallen? Ich musste Ihnen ein Sedativum geben, nichts weiter. Sie hatten wieder einen heftigen Schub, Alan. Was? Es ist jetzt äußerst wichtig, dass Sie ruhig bleiben. Nicht, dass Sie wieder einen Schub erleiden. Sie sind Patient in meiner Klinik. Und Sie sind es schon eine Weile lang. Durch den Schock über den Tod Ihrer Frau sind Sie geisteskrank. Nein, Sie lügen. Sie leiden an verschiedenartigen Symptomen einer undifferenzierten Schizophrenie. Mist, Karl. Ich bringe Sie um. Ist schon gut, Alan. Lassen Sie los. Jetzt sind wir also in der Cauldron Lake Lodge in der Klapse. Na super. Und Hartman hat behauptet, wir wären geisteskrank. Habe ich ja letztes Mal die Theorie auch kurz gestellt. Ich fühlte mich benommen. Was mir Hartman auch reingepumpt hatte, es wirkte betäubend. Ich hatte das Gefühl, das hier würde jemand anders erleben. Jemand im Fernsehen. Ich konnte nicht denken, mich nicht konzentrieren. Wir haben auch eine leicht verschobene Sicht. Jetzt sind wir also in der Cauldron Lake Lodge in der Klapse. Hartman hat behauptet, wir wären geisteskrank. Habe ich aber beim letzten Mal, ich weiß, ich wiederhole mich gerade, aber trotzdem. Und ich höre Schritte. Da kommt Hartman. Guten Abend, Alan. Fühlen wir uns jetzt besser? Ruhiger? Tja, wie ich sehe, haben Sie Ihren Gorilla mitgebracht. Also klar, ich bin ruhig. Die Botschaft ist ziemlich eindeutig. Gut so. Sie begreifen. Sie sind sehr tapfer, Alan. Ich verstehe, dass Sie verwirrt sind. Ich würde mir noch mehr Sorgen machen, wenn Sie mich nicht im Verdacht hätten. Das nehme ich Ihnen nicht übel. Zu gütig. Also warum kommen Sie nicht mit mir? Wir machen Sie wieder mit meiner Klinik vertraut und gehen alles durch, was Sie vielleicht vergessen haben. Ein Spaziergang an der frischen Luft, ja? Das wird Ihnen gut tun. Dr. Hartman folgen. Ich will mich erst im Zimmer umgucken. Wir haben hier eine Schreibmaschine, wo wahrscheinlich Alan schreiben soll, Therapie und so. Ich weiß nicht, ob wir geisteskrank sind. Ich weiß es wirklich nicht. Es wäre natürlich möglich, dass er einfach, dass seine Frau ertrunken ist und dass er sich einfach alles zusammengereimt hat. Andererseits, wir haben so viel Scheiße gesehen, sowas kann sich ein Mensch gar nicht ausdenken. Wie schon beim letzten Mal gesagt, schreibt bitte eure Kommentare, die würden mich, oder wäre schön, wenn ihr eure Kommentare schreiben würdet, die würden mich sehr interessieren. Ja gut, hier scheint nichts drin zu sein. Tag ist gerade übrigens. Was Schönes, keine Besessenen.
Dann folgen wir mal Onkel Dr. Emerson. Und hier das Creator's Dilemma. Das Buch haben wir schon mal kurz gesehen. Damals im Auto von Alice ganz am Anfang. Wartet auch auf uns. Ich schau mal, ob Emerson mal reingehen kann. Ja, hier kann man reingehen. Night Springs. The Video Game. Okay. Was hat er noch hier? Er hat hier eine Xbox stehen. Cool. Eine Xbox, aber Mini-Fernseher. Das ist super. Hier haben wir noch Death Rally und hier das Night Springs Spiel. Ja, Kinder, wenn ihr mal ein tolles Spiel spielen wollt, dann holt euch Night Springs. Und einen Lageplan, der aussieht, als wäre von einem Vierjährigen. Aber ich mal auch nicht besser. Gut. Schön übrigens, dass wir einfach so in ein anderes Zimmer gehen können, nebenbei bemerkt. Hier ist unser Zimmer, Wake. Und hier kommen wir nicht raus. Sehr gut, dann folgen wir ihm jetzt. Ja, und der Gorilla, sein Pflegerkumpel, will uns wahrscheinlich prügeln, wenn wir es nicht tun. Dieser Flur ist für Patienten. Die meisten von ihnen sind gerade nicht hier. Jack hat sie zu einem Angelausflug gebracht. Natürlich bis auf diejenigen, die besonders schwächlich sind. Ich sehe Kreativität in unserer Cauldron Lake Lodge als Teil des Genesungsprozesses an. Ich bin darauf spezialisiert, Künstler zu behandeln. Ganz bestimmt. Wunderbar, Alan. Ich glaube, dass wir diese Sache in den Griff bekommen können, wenn wir zusammenarbeiten. Hier haben wir eine Lane. Hier lang, Alan. Ich gehe erst in die Zimmer. Vielen Dank. Ja, ist ganz schön hier, ne? Mit dem Holz. Finde ich ganz cool. Ist wohl eine Malerin. Künstler, also ja. Wir sind ein Autor und Schreiber. Und der Emerson ist vermutlich ein Spielehersteller oder so, oder ein Spieleentwickler. Und die Lane scheint eine Malerin zu sein. Und hier haben wir noch einen Dessau. Kommen wir da auch rein? Da kommen wir nicht rein. Und hier ist der Pfleger. Gut, wir folgen weiter Dr. Hartmann. Da kann man halt relativ wenig reden, weil die ja oft quatschen, hört man gerade. Es wird eine sehr quatschhaltige Folge. Hier sind auch die Andersons übrigens. Kommen wir zu den Andersons rein? Nein, schade. Okay, er geht in den Aufzug. Bevor ich in den Aufzug gehe. Was ist das denn? Das Bild ist ein bisschen verstört, meiner Meinung nach. Naja. Schade, dass wir nicht ins Zimmer der Andersons reinkommen. Ist ja schade. Okay, auf den Aufzug. Also, Alan, aus meinen vorherigen Erlebnissen mit Ihnen weiß ich, dass ich nach einem Vorfall schnellstmöglich zum Kern der Sache kommen muss. Also sage ich es direkt. Alice ist tot. Nein. Sie sind in einem sehr kritischen Zustand, bis Sie es begreifen und akzeptieren. Alice ist ertrunken. Und Sie konnten sich dem nicht stellen. Sie leiden an Halluzinationen, paranoiden Wahnvorstellungen, sind von Licht und Dunkelheit besessen, von einem Gefühl, dass um Sie herum alles durchdreht, auch Ihre Gedanken und Träume. Ihr Geist hat ein fantastisches Szenario ersonnen, in dem Ihre geschriebenen Worte die Realität beeinflussen. Alice sei entführt worden und übernatürliche Mächte versuchen, Sie aufzuhalten. Ich frage mich gerade, woher er das weiß. Hat er immer noch das Pflaster auf der Nase, da wo er die mal eine reingedroschen hat? Ich frage mich gerade, woher er das weiß. Ja, wenn wir wirklich durchgeknallt sind, dann würde ihm vielleicht alle mal was erzählt haben, während einer Therapiesitzung oder so. Was haben wir denn hier? Oh, erste, zweite, dritter Stock und Erdgeschoss. Open Doors, Closed Doors, Alarm und Stopp. Ja, wir müssen wohl rausgehen. Jo. Nochmal ins Zimmer. Hier ist das Zimmer von Dr. Hartmann. Können wir wahrscheinlich nicht rein, ne? Nee, wäre ja zu schön gewesen. Er geht in die Richtung. Ja, wir müssen ihm ja folgen, wir haben ja gar keine andere Wahl. Eigentlich ganz schön, die Klinik. Muss ich ehrlich sagen. Was aber nicht heißt, dass es die Wahrheit ist. Wir wissen es einfach nicht. Hier entlang, Alan. Hartmann kann ich uns wollte auch keine weitere Dosis, also spielte ich mit. Er log ganz sicher. Aber da ich unter Medikamenteneinfluss stand, musste ich kämpfen, um ihm nicht zu glauben. Hartmann könnte auch einfach lügen, wir wissen es nicht. Ich vertraue ihm nicht wirklich, aber das, was er sagt, klingt schon nicht dumm, andererseits.
neuer Kontrollpunkt erreicht. Wir haben noch eine Viertelstunde. Und schön ist es hier. Ja, gefällt mir. Bei Tag ist hier Bright Falls echt toll. Nur nachts, wenn die Besessenen da sind, ist es immer so ätzend. Das ereignet sich alles nur in ihrem Kopf. Abgesehen von dem tragischen Unfall mit ihrer Frau ist niemand ums Leben gekommen. Ihre Wahnvorstellungen sind nur eine Manifestation ihres Unterbewusstseins, das versucht, sie vor der zu schmerzlichen Wahrheit zu beschützen. Nur wenn wir die Fantasie bekämpfen, wird sie nicht zurückkehren. Ich weiß, ihr Instinkt befiehlt ihnen, sich gegen mich zu wehren, aber denken Sie darüber nach. Ergibt es nicht viel mehr Sinn, dass Sie sich diese abstruse, übernatürliche Verschwörung nur ausgedacht haben? Sie sind ein skeptischer Mensch, Alan. Wir wissen beide, alles kann logisch erklärt werden. Ja, sicher kann alles logisch erklärt werden, aber manches kann einfach auch so tun, als gäbe es nicht und gibt's dann doch. Und hier sehen wir eine Sonnenuhr, die will ich mal kurz, kann man glaube ich was lesen. Genau, hier kann man lesen. Hinter dem Schatten, mit dem man sich begnügt, liegt ein beleuchtetes Wunder. T.C. Thomas Zane vielleicht. Thomas Zane. Wenn wir uns das wirklich eingebildet hätten, dann gäbe es doch Thomas Zane nicht, oder? Im Andenken an einen lieben Freund und Poeten. Ich will mich kurz hier umschauen, bevor ich ihm weiter folge. Da ist wohl der Cauldron Lake. Das sieht schon sehr schön hier aus. Ich kann mich an diesem Ausblick einfach nicht satt sehen. Sehr inspirierend, finden Sie nicht? Unter uns lag der Cauldron Lake. Ich konnte den Mirror Peak auf der anderen Seite ausmachen und ich glaubte zu erkennen, wo Divers Isle bei meiner Ankunft mit Alice gelegen hatte. Jetzt gab es dort nur Wellen. Und ein Sturm kommt. So wie es aussieht, sieht ein Sturm auf. Komisch, ich kann mich nicht daran erinnern, etwas darüber im Wetterbericht gehört zu haben. Naja, egal. Hier entlang folgen Sie mir. Ja, wer sagt denn, dass der Sturm natürlich ist? Gute Neuigkeiten, Alan. Jetzt haben wir die Kontrolle. Jedes Mal, wenn Sie einen Rückfall erleiden, wird es schwieriger für Sie, aus den dunklen Tiefen Ihrer Einbildungskraft wieder aufzutauchen. Was in Anbetracht Ihres Berufs nicht überrascht. Einbildungskraft ist schließlich Ihr Handwerk. Nach all den Albträumen, die Sie durchlitten haben, sollte Sie dies enorm erleichtern. Falls nicht, dann fragen Sie sich, wieso nicht? Weil ich lüge? Oder weil Sie nicht zugeben wollen, dass Sie nicht bei Verstand sind. Es ist ganz natürlich, dass Sie mich für Ihren Feind halten. Das gehört zur Krankheit. Ich ließ ihn reden. Hartmann liebte offensichtlich den Klang seiner Stimme. Seine Worte halten in meinem Kopf wieder. Aber das kann ich bohrte mir die Fingernägel in die Handflächen, um klar zu bleiben. Wenn Sie das akzeptieren, können wir Hand in Hand die Reise zu Ihrer Heilung antreten. Ich stimme Ellen aber zu. Hartmann scheint seine Stimme. Kommen Sie mit. Gehen wir hinein. Hartmann scheint seine Stimme wirklich sehr zu mögen. Und ich zweifle daran, dass er die Wahrheit sagt mittlerweile. Jedenfalls seitdem da unten mit dem TZ mit der Sonnenuhr. Ein Sturm, der nicht angekündigt ist. Wer sagt denn, dass der natürlichen Ursprungs ist? Wir haben keine Waffen übrigens und auch keine Taschenlampe, nur für den Fall. Ne? Kontrollpunkt erreicht. Hier ist wieder der Gorilla und hier ist eine Schwester. Das ist der Eingang zum Bürotrakt. Zutritt nur für Personal. Als Sie hier eingetroffen sind, waren Sie von meinen Trophäen beeindruckt. Ich liebe die Jagd. Die freie Wildbahn, der Mensch gegen die Natur. Ginge es wunderbarer? Wirklich wunderbar, ja. Die Trophäen sind echt cool. Die finde ich echt cool. Und da ist eine Schwester, das könnte Sinclair sein, vor der wir kurz gelesen haben. Und hier haben wir einen Mann. Emerson. Ach, der Emerson ist das. Das ist der Emerson, okay. Ich bin ein schlimmer Albtraum. Du solltest Angst haben, willst mir nachts nicht über den Weg laufen. Glaub mir. Bitte, Emerson. Mr. Wake ist schon verwirrt genug. Ja, du möchtest, dass ich weggehe, damit du keine Angst mehr haben musst. Aber du kannst nicht frei über deine Träume entscheiden. Emerson! Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. Bei dem das ist Emerson.
Ich darf sagen, dass wir bei ihm tatsächlich Fortschritte machen. Er arbeitet an Ellenbogenschlag. Oh, ja. Eine wichtige Technik gewesen. Ja. Und doch bedarf es eines kleinen kreativen Aufwandes. Weswegen er für meine Therapiemethode empfänglich ist. Er arbeitet also an Videospielen, ne? Okay, dem würde ich sogar zutrauen, dass er durchgeknallt ist. Von der Dame da hinten ganz zu schweigen. Hier scheinen wohl einige ganz schlimme Fälle zu sein. Hier ist auch noch jemand, Mann, ein Maler. Oh, hallo. Ich habe sie gemalt. Okay. Vor ein paar Tagen überkam mich einfach die Inspiration. Dr. Hartmann wollte, dass ich Landschaften male. Und das habe ich auch. Aber dann habe ich angefangen, die hier zu malen. Und zwar jede Menge. Die Bilder fliegen mir einfach zu. Dr. Hartmann gefallen sie. Er hat sie in seinem Büro. Ach ja? Er ist sehr stolz auf mich. Er sagt, dass ich immer besser werde. Ich glaube auch, ich werde besser. Das sollen wir sein. Schaut euch das Bild mal an, Freunde. Ich schätze, ich packe dann besser mal ein. Der Sturm ist fast hier. Sehen Sie sich das an. Ich wäre nur höchst ungern heute Nacht draußen. Ja, ich wäre auch ungern heute Nacht draußen. Das Bild sieht halt 1:1 aus wie die Dunkelheit, würde ich sagen. Ah, und da sehen wir auch die Andersons hinter uns im Fenster. Ja, ich weiß, Dr. Hartmann folgen. Ich will aber erst hier noch ein bisschen rumschauen. Okay. Wegen Manuskriptseiten und Co. Aber wie gesagt, wenn das wir sein sollen, ne? Das gefällt mir alles nicht. Nicht so wirklich. Okay, wo ist der Hartmann? Kommen Sie, Alan, hier lang. Ah, da ist er lang. Ihnen ist vielleicht die Schreibmaschine in Ihrem Zimmer aufgefallen. Sie haben geschrieben, als Teil Ihrer Therapie. Sobald Sie sich dem gewachsen fühlen, sollten Sie fortfahren. Das dachten wir schon, dass wir geschrieben haben. Und hier haben wir etwas zu lesen. Wie lange Zeit haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen. Willkommen in der Cauldron Lake Lodge. Wir sind hier, um Ihnen die Spezialhilfe zukommen zu lassen, die Sie benötigen. Ja, die Klapsenhilfe halt. Bitte beachten Sie doch Folgendes. Bitten Sie Freunde und Familienmitglieder, Besuche vorher anzukündigen, um sicherzustellen, dass Sie nicht Ihre Therapie und oder Kreativitätsphasen stören. Wobei Kreativitätsphasen bei Künstlern wohl bei jedem was anderes sind. Bitte respektieren Sie auch das Bedürfnis der anderen Patienten nach Privatsphäre, vor allem wenn Sie sich in Ihren eigenen kreativen Prozessen befinden. Haben Sie Geduld. Für gewöhnlich haben unsere Patienten langwierige Kreativitätsprobleme, die sich nicht über Nacht lösen lassen. Geben Sie sich selbst die Zeit, die Sie brauchen. Vergessen Sie nicht, dass Sie sich freiwillig eine Behandlung unterziehen, die speziell für Sie entwickelt wurde. Ich bezweifle, dass Alan hier freiwillig ist, aber lassen wir das mal. Die Bindungstherapie und ihre Schwestermethode, der Fluss, funktionieren am besten, wenn Sie aktiv an ihrer Gestaltung teilnehmen. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, sie zu stellen. Na, klingt alles ganz nett, aber ob das so gemeint ist, ist halt die andere Frage. Hier kommen wir nicht rein, hier sehen wir den Fernseher auch wieder. Und eine Manuskriptseite liegt da, glaube ich. Ich schätze mal, hier müssen wir später mal rein. Jetzt muss ich kurz gucken, bei Kapitel 3 gab es noch irgendeine Manuskriptseite, die wir nicht gelesen haben. Nee, haben wir alles gelesen. Gut, dann gehen wir mal weiter. Wir haben schon von draußen die beiden Andersons gesehen. Hier sind sie auch. Mein Rheuma bringt mich um. Ein Sturm. Was für ein Sturm! Ich hoffe, er tilgt diesen Ort vom Angesicht der Erde. Und diese beiden hier sind die Anderson-Brüder, Odin und Thor. Sie hatten eine, wie soll ich sagen, eine Heavy-Metal-Band in den 70ern und 80ern namens Old Gods of Asgard. Sie nahmen sogar neue Vornamen an, um den Eindruck, sie seien Wikinger-Götter, abzurunden. Nach der Trennung der Band haben sie auf einer Farm in der Nähe gelebt. Sie befinden sich in einem, nun ja, fortgeschrittenen Stadium der Demenz. Man kümmert sich um sie, fast liebevoll, möchte ich meinen. Mehr kann man nicht für sie tun. Ich fürchte, ihr Rock'n'Roll-Lebensstil hat Spuren hinterlassen. Okay. Sprechen wir doch mal mit den beiden. Oh, das reicht nicht. Ich bedauere, das Gespräch beenden zu müssen, Alan. Der Strom scheint zu schwanken. Ich sollte mal nachsehen. Wir reden später weiter.
Gehen Sie doch so lange auf Ihr Zimmer zurück und versuchen Sie zu schreiben, wenn Ihnen danach ist. Es wäre wirklich das Beste. Meinen Sie nicht? Okay, ja, den Strom sollte man im Auto. Ich würde ihn gerne schlagen mit einem Hammer! Oh, er würde nur zu gern unsere Geheimnisse rauskriegen, aber er hat keine Ahnung. Er ist nicht verrückt genug. Nicht so wie wir, Kleiner! Ja! Verrücktsein ist hier Voraussetzung, Kleiner! Wer sonst könnte die Welt verstehen, so wie sie jetzt ist? Nur ein wirklich Verrückter kennt das Verrückte! Sowas Vernünftiges habe ich lange nicht gehört. Vernunft! Du bist in Ordnung, Tom! Hey, wir mögen ihn, was, Bruder? Er muss zur Farm gehen! Die Anderson Farm! Valhalla! Wir haben alles aufgeschrieben, falls wir es vergessen. Ein Crashkurs. Alles, was du wissen musst, um wieder klar zu denken. Du musst die Botschaft finden. Hier, Kleiner, hier ist was für dich! Hab dieses Zeug nicht vertragen! Aber ich hab's gerettet von diesen Bastarden. Okay. War jetzt gerade wieder ein Video mit dem Kommentar. Mein Kopf wurde klarer. Oder ich versank wieder in meiner Fantasie, wenn es nach Hartman ginge. Ich war überzeugt, dass er mich anlog. Und zwar durchweg. Verrückt oder nicht, die Andersons waren vertrauenswürdiger. Tom, hast du Schnaps dabei? Ja, nein. Auf der Farm haben wir einen ganzen Vorrat von dem speziellen Trank. Nach eigener Formel. Regionale Zutat. Medizin. Mach deinen Kopf frei. Dann erinnerst du dich, als würde mordlich dein Hirn erhellen. Ah, jetzt sehe ich's erst. Lederflicken am Ellbogen? Nicht gerade Rock'n'Roll. Tom ist einfach verloren. Mehr nicht. Baba Yaga hat ihn sich auch gekrallt, die verdammte Hexe. Sie hat uns alle benutzt. Uns alle bestohlen. Hat meinen Donner geklaut, diese Hexe. Meine Raben, das waren, wie hießen sie? Memory and Thought. Hexe. Die hat sie auch etwas weggenommen, oder? Das ist ihre Art. Oh, wir sind jetzt besser dran. Dieser Ort, der See, verleiht eine Macht. Wenn man ein Schöpfer ist, Künstler, ein Gott. Nightmare shifted in their sleep, in the darkness of the lake. Ja, genau das meine ich. Sie sorgt dafür, dass es verdreht und falsch erklingt. Frag einfach die Lampenlady. Sie weiß, was dem anderen Schriftsteller zugestoßen ist. Sie hat dich benutzt, Junge. Und du hast es zugelassen. Du hast dir sogar die Tür aufgehalten, nicht wahr? Immer sachte. Ein Stück weit war sie schon auf. Und wessen Schuld ist das? Wir sind moralisch verdorben, bis ins Mark verseucht, alt und senil. Das heißt aber nicht, dass er die Tür ganz aufmachen musste, verdammt. Die beiden mögen verrückt sein, aber sie wissen so etwas. So ausgelaugt haben die Farben. Definitiv wissen die was. Einem Ort der Macht. Hier ist das Night Springs Spiel. Wir was sollen... Was haben wir da für Feste gefeiert, Mann? Du solltest hingehen und eine Party feiern. Ja, das mache ich irgendwann. Also, die Lampenlady... hat den Verstärker durchs Fenster geworfen. Hat diese Hippie... Die Lampenlady weiß, was mit dem anderen Schriftsteller, mit Thomas Zane, passiert ist. Und wir wurden wieder Tom genannt. Irgendwas ist mit denen. So, ich höre dem mal nicht weiter zu. Irgendwas wissen die und wir haben ja selber gemerkt, dass uns das Dunkel, die Baba Yaga wahrscheinlich, auch was weggenommen hat. In unserem Fall halt Alice. In ihrem Fall wahrscheinlich ihren Verstand. Übrigens auch ein sehr schönes Bild hier. Ich meine aber zum nächsten Speicherpunkt und wir werden wahrscheinlich überziehen, weil wir noch eine Minute haben. Ja, also, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob wir verrückt sind. Oder nicht. Ich bin mir nicht sicher. Mittlerweile bin ich aber wieder eher auf der Schiene, dass uns Dr. Hartman anlügt und dass wir nicht verrückt sind. Egal, als nächstes sollen wir zu unserem Zimmer zurückkehren und ich hoffe, dass dann da ein Speicherpunkt gibt. Da ist wieder der Pfleger. Da gibt es den Patientenraum. Ich brauche hier vielleicht später ein bisschen Hilfe. Der Sturm wird, du weißt schon, wen ausflippen lassen. Du kennst das ja. Klar, der Doktor will, dass ich auf Wake aufpasse, aber ruf mich, wenn sie aufmüpfig werden. Mach ich, Birch.
Hey, Wake! Tun Sie Dr. Hartman doch den Gefallen und versuchen es mal mit dem Schreiben. Die Maschine steht in Ihrem Zimmer. Sie kommen über die Treppe dort zu Ihrem Zimmer. Ich gehe ja schon. Du weißt schon, wen ausflippen lassen? Merkwürdig. Der soll also auf uns aufpassen. Wir sind doch kein normaler Patient, das kannst du nicht erzählen. Irgendetwas stimmt nicht. Ich bin nicht mehr ich. Ich kann kaum denken. Ein Schatten ist in meinem Kopf. Ich kann nur schreiben, alles andere verschwimmt. Ich bin seit Tagen in dieser Hütte, aber draußen ist es immer dunkel. Meine Lektorin ist real. Ich habe sie wieder gesehen. Sie, es ist nicht menschlich. Ein Dunkel mit dem Gesicht einer alten Frau. Schatten umklammerten sie. In ihrer Brust ist ein Loch, da wo das Herz sein sollte. Ich glaube, ich habe einen furchtbaren Fehler gemacht. Ich werde Alice so nicht retten. Es hat mich belogen, um die Geschichte zu bekommen. Und die Geschichte wird wahr werden. Leider hat Alan zu spät gemerkt, dass er belogen wurde. Die Geschichte ist schon wahr geworden. Dummerweise hat er es zu spät gemerkt. Ganz ehrlich, ein normaler Patient wird doch nicht von einem Pfleger überwacht, ne? Kannst du doch knicken. Also irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Und das, was hier nicht stimmt, gefällt mir nicht sonderlich. Ich hoffe, dass bei unserem Zimmer dann wieder ein... Da ist übrigens ein Generator. Hartman hatte Probleme mit der Stromversorgung erwähnt. Vielleicht gab es deshalb den Generator und die Lampen auf dem Balkon. Hartman wollte, dass ich schreibe. Ich wusste, ich konnte nicht, aber ich dachte mir, ich sollte erstmal mitspielen. Ich hatte keine Wahl. Pfleger Birch bewachte mich scharf. Der Generator war ausgeschaltet und es gab keinen Schlüssel. Eine tolle Idee, hier einen Generator hinzustellen, aber auszuschalten. Ihr seid helle. Ach. Ja, ich hoffe, dass in unserem Zimmer ein Speicherpunkt ist. Hier, Wake. Gehen wir mal rein. Wahrscheinlich kommt gleich nochmal ein Video. Schade übrigens, dass die Videos so hängen. Das finde ich echt ein bisschen doof, weil die sind manchmal ganz cool gemacht. Wo wir gerade vom Video sprechen. Das weiße Leuchten der leeren Seite vor mir... Wo wir gerade von Videos reden, da war jetzt nochmal ein Video, aber ich habe auch einen Speicherpunkt gesehen und deswegen hören wir jetzt hier auf. Und hier ist jetzt ein neues Bild von der Cauldron Lake Lodge, ne, wegen neuem Kapitel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Die nächste Folge, die eventuell heute noch sein wird, eventuell morgen, wird halt dann natürlich entsprechend kürzer. Ja, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Das interessiert mich sehr. Habe ich zwar jetzt schon mehrfach erwähnt im Let's Play, aber trotzdem, ich wiederhole mich ja gerne, das wissen die Leute, die schon länger meine Let's Plays sehen. Ja, The Witcher kommt halt auf alle Fälle noch und dann mal sehen. Also, wir sehen uns dann wieder. Bis dann, Freunde. Euer Black Crystal.